So, ja, da bin ich auch schon wieder. Der Star Wars 30 heißt euch wieder willkommen zu Let's Play Gex Enter the Gecko. Ja, es ist etwas spät. Wir haben kurz vor 11. Ich muss morgen arbeiten, aber mein Gott, ich habe jetzt die ganze Zeit habe ich jetzt ein bisschen die ganze Zeit habe ich jetzt ein bisschen vernachlässigt eben vor ja, lauter Arbeiten. Ich denke mal, einen kleinen Part kann man auf jeden Fall machen. Ich denke mal, das soll nicht so schlimm, sollte nicht so schlimm sein. Ja. Und dann sollte ich mal gucken, dass ich mal wieder ein bisschen. Machen wir lieber noch ein bisschen Pain in the Asteroids. Ich glaube, das ist besser. Und dann sollte ich auf jeden Fall mal schauen, dass ich mal ein bisschen mehr wieder mache. Gerade Richtung Gex. Jetzt sind wir schon so weit. Wir brauchen noch vier rote Fernbedienungen und Res. Das war's. Meine Güte. Dann können wir nach so langer Zeit jetzt endlich beenden. Wir hatten Ride the Warp Tube und wir brauchen. Fangen wir mit The Arched Asteroid an. Ich weiß da echt nicht mehr, wo ich hin muss, aber das ist egal. Wir gehen jetzt mal richtig sauber die Sachen sammeln. Und ich hoffe, diesmal reicht es auch, weil ich glaube, das letzte Mal hat es nicht ganz gereicht, wenn ich mich richtig entsinne. Ja, gut. Aber es ist das halt. Ich werde jetzt auch gar nicht so arg auf das Spiel im Moment eingehen, denn es ist schon spät. Und ich hoffe halt, dass es auch entsprechend trotzdem noch vom Spielen her annehmbar ist. Ja, also, es ist halt, ja, ich sag ja, gerade sowas wie Arbeiten, ich meine, mein Gott, das muss halt sein, ja, ich mein, sind wir mal realistisch. Man muss irgendwo ja Geld verdienen. Ja, es ist, ich meine, es ist eine gute Arbeit, also. Ich würde mich wirklich nicht beschweren. Also ich könnte mich nicht beschweren. Ich werde gut bezahlt dafür, dass ich. Gut, ich arbeite viel. Also muss man schon sagen, 8 bis 10 Stunden sind das schnell mal am Tag. Aber es ist gut. Wie gesagt, es gibt Geld. Es ist eine gute Arbeit. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier sitze und kurz vor dem Zusammenbruch stehe. Und ich muss auch sagen, das ist gut. Es tut auch gut, wenn man einfach wirklich mal ein bisschen arbeiten kann und war. Upsa. Er was? Ja. Wenn man einfach wirklich auch weiß, okay, ich habe auch was geleistet heute und es passt. Das ist halt wirklich wichtig und ich hoffe, ich habe das jetzt nicht überschätzt. Es ist wirklich wichtig, also dass man auch wirklich seine Arbeit geschätzt bekommt. Weil, oh Gott, wie oft habe ich das schon gehört, wenn es dann mal hieß, ja, der macht seine Arbeit, juckt ja kein Schwein. Ach, das finde ich immer furchtbar zu hören. Ich sehe gerade, dieses Alien soll, glaube ich, so eine kleine Anspielung auf E.T. sein, oder? Mit seinem leuchtenden Finger. Oh, ja, ich glaube fast. Ja, ich finde das sowieso sehr interessant, wenn man sich mal so überlegt. Ich kenne viele Leute. Wir hatten auch schon bei uns Aushilfen. Ach, ich verstehe auch nicht. Manchmal verstehe ich Leute nicht. Also. Man soll, also ich persönlich denke ja, man soll doch froh sein, wenn man die Möglichkeit hat, wenn man eine Arbeitsstelle hat, wenn man die Möglichkeit hat, einfach Geld zu verdienen. Und unter normalen Bedingungen. Ich meine, es gibt. Nein, verdammt. Ich meine, es gibt natürlich Bedingungen, die sind natürlich nicht unbedingt, wie sagt man, nennen wir es mal Karriere, wie sagt man, motivierend. So, nehmen wir es als motivierend. Also ich meine damit zum Beispiel, ja, ich habe schon von anderen gehört, die hatten einen Aushilfsjob, den haben die nach ein paar Tagen wieder geschmissen, weil der Chef ein riesen Arsch war oder was weiß ich. Das gibt's halt leider oft. Ich verstehe auch gar nicht, warum. Warum Chefs zum Beispiel einfach auch manchmal den Arsch raushängen lassen müssen. Ich meine, nein, gut, ich habe halt ein bisschen Macht als Chef. Schön, aber die muss ich doch. Die bekommen mich doch, um sie zum Wohle. Direkt gesagt, zum Wohle des Unternehmens verwende. Und nicht dafür, dass ich halt ein bisschen sag, so, ich großer Zampano, du kleines Würstchen. Machen halt viele. Leider. Und da sieht man dann auch natürlich, was für Leute an der, ja, wie sagt man das, an der Macht ist ja leider nicht mehr ganz so der passende Begriff. Kommt mal her. Macht das dem Spaß? Ich glaube, der hat mir gerade die Luft abgesaugt, der Sack. Nee, auf jeden Fall, das ist jetzt halt leider auch aus dem Trend ein bisschen, dass man einen normalen Chef hat. Ich weiß auch nicht. Also wie gesagt, ich habe jetzt auf jeden Fall, ich persönlich finde jetzt vom Gefühl her, habe ich Glück mit meinen Chefs, aber. Das hat natürlich nichts zu heißen. Also ich habe auch schon Chefs erlebt, die waren, ach, ey, die konnten mal in die Tonne treten, um es mal freundlich auszudrücken. Da war es dann wirklich ich, großer Zampano, vor allem, oh, wenn ich das nur darüber nachdenke, Ärzte. Kann ich echt nur sagen, Ärzte. Was habe ich nicht schon für Ärzte, wo ich im Krankenhaus vor
9 Jahren gearbeitet habe, war das, oder? 9 Jahre her. Ich überlege gerade. Ja, doch, müsste hinkommen mit 18. Im Krankenhaus habe ich gearbeitet und da hatten wir auch immer unsere Oberärzte. Ich sag besser nicht welches Krankenhaus, aber ich sag so viel, es waren Arschlöcher. Also nicht alle, aber ein paar waren wirklich. Die haben einen wirklich spüren lassen, dass man einfach nichts ist. Dass man ein kleines Würstchen ist, dass man also auf jeden Fall, paar, mach bloß nicht den Mund auf. Hast doch eh nichts zu melden. Und ich meine, die Pflegeleitung hat ja auch nichts gemacht. Das war, ach ja. Ja, mein Gott, der Arzt, der hat halt doch mehr Rechte oder was weiß ich. Und der Oberarzt, Moment, es war ja der Oberarzt, es war ja der Gott in Weiß. So kann man das so sagen. Die haben sich aber auch so aufgeführt. Also, das muss ich ganz klar sagen. Dass die, wo ich gearbeitet habe, die Ärzte, ach Gott, das waren die Götter in Weiß. Und ich meine, ich kleines Würstchen. Gexer auf rumzubacken, ich brauche Luft. Oder wer sagt, du brauchst Luft? Nee, aber die haben sich wirklich, glaube ich, wirklich für die Götter in Weiß gehalten. Also, von dem, was ich da so mitbekommen habe, die haben sich ja aufgeführt. Verstehe ich nicht. Das sind ja im Endeffekt auch irgendwo Chefs. Ja, also ich meine, Oberärzte sind ja im Endeffekt Chefs. So. Ich kann nur nicht verstehen, ja, muss ich jetzt. Nee, da waren wir, glaube ich. Bei dem Alien waren wir. Den machen wir jetzt trotzdem platt, weil der gibt nämlich Ressourcen. Aber ich glaube, wir müssen. Ja, komm. Das macht mir Schaden. Weg mit dem D-Rex-Ding. Auf jeden Fall, die spielen sich manchmal auf. Das ist. Ich weiß nicht. Also irgendwo. Verstehe ich nicht. Die Frage ist, jetzt muss ich da nach hinten oder muss ich vielleicht sogar da? Nein, da sind wir gewesen. Das war dieser Warp Elevator. Auf das Ding müssen wir springen. Hui. Ich mag diese Stellen hier nicht so. Die sind mir einfach ein bisschen. Ha. Und ich hoffe, ich habe jetzt recht damit, dass ich hier hin muss. Aber ich werde es ja merken. Auf jeden Fall, ja, es gibt einfach wirklich Ärzte, die führen sich. Nein! Nein, 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 nein. Verdammt. Ja, wir sind platt. Aber ich vermute, wir müssen da lang. Hey, wir haben es jetzt nicht mehr so schlimm mit dem Sammeln. Ich meine, es passt. Auf jeden Fall, manche Ärzte, die müssen sich da aufhören. Also, wie gesagt, bei mir zumindest. Ich sag's einfach mal so, weil, ich meine, es kann natürlich nicht für jeden Oberarzt gelten. Da gibt es sicher natürlich auch entsprechende gute. Aber die bei mir, also, ich weiß nicht. Das war noch zum Zivildienstzeiten. Oder war es ja so. Wenn ihr da wirklich zu arg aufgemuckt habt, sogar eigentlich schon recht leicht, dann konnte man euch tatsächlich vor Gericht ziehen, ja. Das war einfach so. Ich habe es nicht verstanden, warum. Das war irgendwie ungehorsam, was weiß ich. Da hat man euch halt vor Gericht gezogen. Ist ja wohl, muss ja keinen Sinn machen, hallo. Es geht ja nur darum, ihr habt nicht den großen Gott in Weiß gedient. So in der Art. Das haben die natürlich ausgenutzt. Natürlich, ich meine, hallo, wenn der den Mund nur aufmacht, hey, ich meine, dann kann man kurz Ort zeigen und gut ist. Man hat auch eben ein Problem. Ist das Thema Karriere auch gegessen im Endeffekt. Das darf man ja nicht vergessen, weil das ist eine Vorstrafe, eine offizielle. Oder wäre eine gewesen. So. Und jetzt versucht man mit Vorstrafe einen gescheiten Job zu bekommen. Könnte ein wenig schwer werden. Man sagt ja, ach nein, man, sie sind doch alle integrierten so. Also wieder in diese Gesellschaft resozialisiert. Och, Drecksfachbegriffe. Aber. Das Problem an der ganzen Sache ist einfach die, es gibt trotzdem noch genug Arbeitgeber, die sehen das halt, oh, Vorstrafen, was hat er noch gemacht? Oh, nicht gehorcht, zum Beispiel in dem Fall. Ach, das weiß ich nicht, dass der mir hier meine Chefs hier das Leben schwer macht. Ach nee, das können wir nicht machen. So. Und das nur, weil ein Herr Halbgott in Weiß gemeint hat, ich bin der König, du kleines Licht, du machst einfach Punkt. Und das Problem ist, ich meine, ich bin zum Beispiel vom Arbeiten einer. Der macht. Das ist halt alles klar. Ich mach. Punkt. Stört mich auch nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, ich bin zum Arbeiten da. Und wenn mein Chef mir was sagt, dann mache ich das auch. Aber wenn mein Chef dann meint, den großen Zampano raushängen zu lassen und mir wirklich mir selber Probleme zu machen, also da kennt man halt keinen Spaß mehr. Das ist dann nicht mehr lustig einfach. Ja, komm, jetzt geh kaputt. Das finde ich persönlich einfach nicht mehr lustig. Das macht einfach auch den Mitarbeitern selber Probleme. Ich meine, wie gesagt, so ein Chef dann alles recht machen und so weiter, das ist einfach, das geht nicht. Und ich muss auch sagen, da muss man einfach in einer, sagen wir mal, in einer Führungsposition entsprechende Qualitäten besitzen, dass man da ganz klar sagen kann, nein, ich mache das ordentlich. Ich urteile fair. Ich nutze meine Macht nicht. Das ist da Wunschdenken, ich weiß. Ich sehe das realistisch. Es ist Wunschdenken und okay, hier gibt's nichts. Wir brauchen Luft. Definitiv.
Ja, es ist wirklich Wunschdenken, ich gebe es zu, weil die meisten werden einfach ihre Macht weiter nutzen, so wie sie es brauchen, so ein bisschen zum eigenen geldlichen Vorteil, mal ein bisschen Prämie von der Mitarbeiter abziehen. Was, eine Prämie? Nein, nein, das gab es nicht. Nein, nein, wie kommst du drauf, eine Prämie für was denn? Wäre ja nicht das erste Mal, da habe ich mir ja von meinem Vater auch schon was erzählen lassen. Aber lass uns mal so stehen. Nee, also auf jeden Fall komme ich hier nicht weiter. Hier hinten ist irgendwie... Hauen wir das mal kaputt, vielleicht ist hier ja was. Vielleicht hilft das ja was, wenn ich das kaputt hau. Aber, nee, tut sich hier nichts. Okay. Tja, ich habe keine Ahnung, wie ich hier rüberkomme. Ich vermute mal, wir müssen da erstmal ganz anders hin. Ich verstehe das jetzt gerade nicht. Oder wir gucken uns mal um, am besten von hier, von der Luftröhre aus. Weil irgendwo muss hier was sein. Irgendwo habe ich hier was übersehen. Ja, nee, also da gibt es auf jeden Fall schon wirklich, nennen wir es nicht Dreckschleudern. Nee, nennen wir es mal so. Ich glaube, das ist der nettere Ausdruck dafür, dass es da irgendwelche Dreckschleudern gibt, die wir machen halt, wie es ihnen behagt, so. Und sobald man aber, und das ist das Problem, sobald man aber nur einmal den Mund aufmacht, dann ist man, dann hat man gleich ein Problem. Und? Huch! Wo sind wir denn hier gelandet? Ah! Oh, die Hidden! Wow! Wir haben die Silber. Da ist die Hidden! Ja, ja. Baller du dein scheiß Zeug. Ich hau dich kaputt. Ich mach dich jetzt kaputt, Drecksding. Nee, also auf jeden Fall, das ist wirklich ein Problem. Oh. Das ist wirklich ein Problem einfach. Nee, erst die Luft, dann die Hände. Aber auch hier wieder, muss ich hier was machen oder geht's jetzt nur um diese Dinger, die ich kaputt machen muss? Egal, wir sammeln sie mal. Ich weiß gar nicht, ob ich die hier hatte, aber hey, wenn wir sie haben, ist doch super. Wunderbar. Nee, also auf jeden Fall, es gibt wirklich solche und solche. Ich hoffe nur, wenn ihr wirklich mal in, also wenn ihr mal in einer Führungsposition seid, macht es bitte besser. Macht es einfach besser. Man muss ja als Chef, man kann ja nicht immer gerecht sein. Ich meine, das muss man auch realistisch sehen. Es geht nicht immer gerecht. Ja, das verstehe ich auch vollkommen. Es geht nicht. Man kann auch nicht immer gerecht sein. Aber in einem gewissen Grad, behaupte ich, kann man es schaffen, trotz alledem noch ein gewisses Maß an Fairness aufzubringen. Dass man jetzt seine Mitarbeiter nicht zu sehr benachteiligt. Ich denke, ich fasse es mal so zusammen. Es ist da natürlich, es ist irgendwo ein bisschen Wunschdenken. Aber, ja mein Gott. So ist das nun mal auch eigentlich original ja gedacht von einem Chef. Dass der einfach wirklich fair beurteilt, wie irgendeine Lage ist. Und ich habe keine Ahnung, was wir hier machen müssen. Ich will es ja aber auch nicht sterben. Ich würde sagen, wir gehen da jetzt mal lang und gucken einfach mal gerade. Na, halbwegs gerade. Die Frage ist einfach wirklich, wie kommen wir hier auf diese Plattform? Und zwar ohne, dass mir hier jetzt irgendwo was entgeht. Das ist eine gute Frage. Und ich werde jetzt sicher nicht über Nacht diesen N64 anlassen. Ich möchte... Ups. Tja, was machen wir? Müssen wir vielleicht unten was machen? Das könnte sein, dass wir vielleicht runter müssen. Da nochmal runter und vielleicht was machen müssen. Das können wir ja mal probieren. Es bringt ja eh nichts. Ich meine, wenn ich jetzt die ganze Zeit vor diesem Abgrund stehe, da dürfen wir nicht rein, behaupte ich mal, weil, ja, das haben wir ja gemacht das letzte Mal. Aber hier ist halt auch nichts. Nein, hier ist nichts. Wir sind hier im Nichts. Ungünstig. Okay, das heißt, wir müssen jetzt wirklich mal überlegen, wie wir hier weiterkommen. Da kommen wir nur zur Silver. Aber da habe ich auch noch was nicht nachguckt. Gehen wir da mal rein. So. Ich war da oben noch nicht. Und da ist noch so ein cooler. Und jetzt gucken wir mal. Weil wenn ich jetzt mir nur noch der eine fehlt, ich meine, das ärgert mich natürlich. Aber wir werden es gleich sehen. Das war der dritte. Nein, also wir haben jetzt nichts Schlimmes verpasst. Tja, machen wir die Dinger mal kaputt. Vielleicht hilft's ja was. Ich bezweifle es zwar ein bisschen, aber... Pff, mein Gott, man weiß ja nie. Alles ist möglich. Wir sollten jetzt ganz schnell Luft schnappen. Sonst geht die uns wieder alle.
Ja, also auf jeden Fall hoffe ich wirklich. Also wenn jemand mal wirklich dann Chef wird, dann bitte macht es ordentlich. Ich meine, natürlich, man muss auch natürlich fairerweise sagen, natürlich ein Chef hat natürlich auch Druck. Und zwar mehr als genug. Gerade durch die Vorgesetzten. Da gibt es natürlich mehr als genug Druck. Ja, die sind dann natürlich auch entsprechend rigoros. Das heißt halt ganz klar, das ist das Ergebnis, das müssen wir erreichen. Alles andere interessiert mich nicht. So. Unsichtbar wird das nicht sein. Ich bin mir sicher, dass hier nichts Unsichtbares ist. Ich glaub's halt nicht. Ich habe halt immer noch das Gefühl, dass hier was ist, aber ich habe jetzt auch nicht so die Zeit, da durchzugucken. Ich kann da nicht einfach vorbeischauen mal und gucken, oh, wie sieht's aus, weil ich muss ja dann wieder zurück Luft schnappen. Boah, was ist denn das hier? Oder wir gehen durch die Warp-Pipe erstmal und oh, nein, nein. Oder wir gehen durch die Warp-Pipe und gucken dann einfach nochmal. Weil jetzt haben wir ja nicht mehr, das jetzt müssen wir ja nichts mehr sammeln. Das ist ja das Gute. Wir müssen nichts mehr sammeln. Wir haben die Fernbedienung und sichern vielleicht lieber erstmal die silbernen. Und mit denen gehen wir dann da rein. Ich glaube, das machen wir am besten. Also ich hoffe zumindest, dass das auch so funktioniert. Aber probieren wir es einfach, ob es klappt. Ja, also auf jeden Fall. Chefs, Aua, das ist ein Thema für sich. Man kann einfach nur hoffen, dass man es einfach selber mal besser macht. Und dass man natürlich, wenn man jetzt selber nicht Chef ist, dass man wenigstens einen guten hat. Ja. Mann, wie bin ich jetzt auf das Thema Chefs eigentlich gekommen? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ach, dieser Raum. Okay, versuchen wir es. Am besten so mit so wenig Schaden wie möglich. Ja, ich merke, es ist spät. Ich merke das, also definitiv merke ich das. Komm, geh kaputt. Aber egal. Ich habe es jetzt noch kurz versprochen. Jetzt machen wir das auch fertig. Also hoffentlich kriegen wir es fertig, so dass ich jetzt wirklich die Fernbedienungen in Anführungsstrichen nach Hause bringen kann. Und hör auf mit deinem scheiß Laserschwertgedöns. Ja, ich weiß auch nicht. 23:10 Uhr und ich bin immer noch nicht fertig. Mann, oh Mann. Ich sollte mal langsam wirklich fertig werden. Ja, ich denke mal, ich werde mich eh. Nein, ich sag da einfach nichts mehr. Das kann man mir nur wieder vorhalten. Ich habe jetzt sowieso der war mit unserem Kieran was geplant von der Aufnahme her. Den kennt ihr vielleicht noch. Weihnachtstürchen noch. Natürlich ist auch immer das, ne? Das war irgendwie so ein. Ach Gott, was haben wir da nochmal gespielt? Centers, irgendwas. Das war so ein Indie-Game. Boah, das war jetzt knapp. Okay, jetzt gibt es keine Wahl. Wir müssen da jetzt rüber. Sonst ersticken wir. Oh je, das war das. Das war das. Okay, lieber nochmal eine Runde warten. Ja, es ist halt, wir hatten auf jeden Fall noch was geplant. Ich will einen weiteren Versuch starten mit einem Spiel. Jetzt hoffe ich mal, dass das zu zweit vielleicht besser klappt und zwar halt auch wirklich regelmäßig. Nein, 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 nein. Bitte, och nee. Och nein. Gilt die trotzdem als gesammelt? Ich meine, ich darf jetzt nicht exiten. Aber gilt sie als gesammelt oder nicht? Das ist das, was mich jetzt interessiert. Wenn ich jetzt rausgehe, gilt die als gesammelt. Wenn sie nicht als gesammelt gilt, ich meine, dann ärgere ich mich richtig. Aber würde ich jetzt Exit Level machen, dann, ich weiß nicht, was passiert. Deswegen versuchen wir es jetzt mal im Schnelldurchlauf ein bisschen. Versuchen wir jetzt einfach, also Betonung wieder versuchen, das mal im Schnelldurchlauf ein bisschen durchzulaufen. Vielleicht schaffen wir es ja. Wie gesagt, weil ich kann das Rätsel jetzt gerade nicht lösen um dieses Ding. Ich werde auch nie nachschauen. Das möchte ich nicht. Zumindest nicht in der Aufnahme. Alles danach. Ich meine, mein Gott, da kann man mal gucken. Weil irgendwo habe ich was übersehen. Also irgendwo muss ja irgendwas sein, wo ich dann entsprechend was machen muss. Aber im Moment wüsste ich nicht was. Und diese Coolers. Die lassen wir jetzt auch außen vor. Wir gucken jetzt, dass wir zum Ziel kommen. Dass ich ins Bett kann und ihr trotzdem jetzt noch einen Part habt, mit dem ihr ein bisschen. Ach so. Okay, das muss ich mir merken, wenn ich doch mal die Cooler mache, dass ich da jederzeit hin kann. So, wir gehen jetzt hier rüber und dann hoffe ich, dass es jetzt funktioniert. Das ist. Ach, das gibt's doch nicht. Puh. Hey, da ist was. Da ist ein Elevator. Ja, mal rein. Mal gucken, wo der uns hinführt.
Ui, hier geht's runter. Sag mir jetzt bitte nicht, dass das das ist, wo ich später bin und ich komme da nur nicht rüber. Ich habe keine Ahnung. Schauen wir es einfach. Schauen wir einfach, wo wir hier hinkommen. Ich kenne diesen Ort gerade echt nicht mehr. Der sagt mir jetzt gerade nichts. Auf jeden Fall ist dieser Roboter sehr akrobatisch. Das muss man ihm lassen. Aber wisst ihr was? Lassen wir nichts liegen. Wir gehen weiter. Okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind hier definitiv richtig. Bloß irgendwas gefällt mir hier nicht. Auf jeden Fall ist hier nicht die Warp Tube. Das ist schon mal richtig. Vielleicht brauchen wir das, diesen einen Abschnitt auch nicht. Vielleicht brauchen wir den wirklich nicht, den Abschnitt. Vielleicht ist der einfach wirklich, böse gesagt, oh, scheißegal. Vielleicht ist der einfach, keine Ahnung wozu, vielleicht zum Verwirren. Vielleicht kommen wir auch noch hin. Also ich weiß ja nicht, wo ich hier bin. Ich sehe hier nur einen Roboter, der halt wieder abhaut. Und dann holt er seine fette Knarre raus. Ja, ja, das kennen wir ja langsam. Luft holen und los. Hör auf zu ballern, Roboter. Ja, meine Güte, jetzt hoffe ich, habe immer noch die Hoffnung, dass wir jetzt etwas finden, wo wir jetzt einfach wirklich die rote Fernbedienung holen können und gleich noch die silbernen mitnehmen können. Ach, das wäre doch jetzt ein schöner Erfolg. Dann hätten wir echt, ja. Ich weiß ja nicht, ob ich hier schon war, aber ich glaube, das war diese Ark, die wir erreichen müssen. Jetzt müssen wir sie halt nur noch erreichen. Ich guck gleich runter. Irgendwas gefällt mir ja nicht, ne? Passt alles? Okay. Okay, ich glaube, wenn jetzt nichts schief geht, sollte es passen. Das Blöde ist jetzt nur, ich weiß nicht, was ich machen muss, deswegen gehen wir nochmal zurück und gucken erstmal. Scheiße, hier ist doch jetzt was. Boah, ich hab's gerade voll vergessen. Ich dachte gerade, da wäre nichts. Okay, wie kommen wir auf diese Ark? Den müssen wir klettern, da bin ich mir sicher. Irgendwie müssen wir hier klettern. Ich weiß nur noch nicht wie. Schauen wir mal. Also, was haben wir denn hier alles? Wir haben das komische Ding, das Ding, dieses. Hier wollen wir hoch. Ich vermute fast, ich muss hier rüber irgendwie. Wir sind auf jeden Fall nah dran und das ärgert mich gerade. Wir sind so nah dran. Da muss es doch. Oh. Oh. Hui. Was war das denn? Ein Space Worm oder was? Hey, was ist hier? Eine Plattform. Gex, hör auf. Hör auf, Gex. Wir wollen jetzt hier ganz schnell hoch. Hoch. Auf die Plattform. Ich glaube. Oh, jetzt aber schnell Plattform. Bitte schnell. Bitte schnell zur Air. Boah, würde ich jetzt hier ersticken? Oh Gott. Ich glaube, ich hätte die Krise gekriegt. Nee, aber ich muss sagen, also jetzt kommen wir gerade gut vorwärts. Jetzt hoffe ich nur, dass ich dieses gut vorwärts auch. Das gibt's nicht. Das gibt's auch einfach nicht. Och nee. Ich hoffe jetzt, dass wir diese Verbindung behalten können, weil ich muss ins Bett. Es ist jetzt echt schon spät. Und ja, deswegen machen wir jetzt Exit Level. Yes, und jetzt gucken wir, ob wir die Fernbedienung behalten dürfen. Ja, durften wir. Das letzte Bonus wurde freigeschaltet. Chips and Dips. Das finde ich gut. Wir machen das Passwort auf. Ach, wisst ihr, das Coole ist, da könnt ihr ja auch irgendwie ein bisschen mitspielen, was weiß ich. Oder ihr habt halt eure Passwörter. Ist immer gut. Also, dann würde ich sagen, das war's für heute. Ich denke mal, wir sind heute trotzdem gut vorwärts gekommen. Wir haben 2 Silbermedaillen. Wir wissen, wo wir lang müssen für die rote Medaille, für eine. Und ich denke, damit können wir gut was anfangen. Und ich denke, mit der Warpipe kann man dann den Rest machen. Aber das sehen wir dann. Ich denke, das reicht dann auch für heute. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß dabei. Und ich würde sagen, wir hören uns das nächste Mal. Bis dahin, macht's gut. Euer Stardust Warrior 33.